Herzlich willkommen zu diesem BistroCache Installationsvideo. In dem Video möchte ich dir zeigen, wie du die BistroCache Testversion ganz einfach auf deinem Windows 10 System installieren kannst. Als erstes müssen wir dafür ins Internet gehen und dort die folgende Adresse eingeben: bistro-cache.de. Auf der Seite angekommen müssen wir ein wenig runterscrollen, und zwar bis hierhin zu diesem Punkt: hier BistroCache Testversion herunterladen. Mit einem einfachen Klick startet der Download, und jetzt hängt es davon ab, wie schnell deine Internetverbindung ist. In dem Fall haben wir ungefähr 2 Minuten oder 1 Minute, je nachdem, das schwankt es wahrscheinlich ein bisschen. Aber wenn du eine etwas langsamere Internetverbindung hast, wird er ein bisschen länger brauchen, je nachdem. Sobald der Download fertig ist, starten wir mit der Installation von BistroCache. So, der Download von den BistroCache Installationsdateien ist erfolgreich beendet worden. Wir können jetzt hier entweder so in den Download-Ordner gelangen oder halt ganz normal über das Dateisystem. Wir machen jetzt den Weg hier, der ist am einfachsten. Jetzt landen wir hier direkt im Downloads-Ordner und da liegt auch unsere Datei, die wir eben drunter geladen haben. Den Explorer oder den Chrome, je nachdem, können wir im Hintergrund zumachen. Und die Installation starten wir, indem wir jetzt diese Datei, die wir hier runtergeladen haben, mit einem Doppelklick aktivieren. Dann bekommen wir das Inhaltsverzeichnis davon angezeigt. Und die Installationsdatei hier unten, das cd-start, das klicken wir jetzt doppelt an. Und dann wird das Installationsmenü geladen. Und dort angekommen, können wir jetzt hier direkt auf BistroCache installieren gehen. In manchen Fällen, je nachdem, wie neu das Windows 10 Image ist, was du jetzt gerade installiert hast oder nutzen tust, kann es sein, dass dann auch noch diese Meldung kommt von Windows, dass da etwas fehlt. In dem Fall einfach dann sagen, Feature herunterladen und installieren. Jetzt wird automatisch, werden die benötigten Dateien heruntergeladen für Windows 10 und danach installiert. Und danach können wir dann mit der eigentlichen Installation von BistroCache fortfahren. Wenn du ein Image hast, wo schon andere Programme installiert worden sind, dann wird auf jeden Fall das Framework mit hoher Wahrscheinlichkeit schon da sein. Das heißt, es wird dann diese Meldung gar nicht kommen und wird dann direkt mit der BistroCache Installation weitermachen. Aber in dem Fall müssen wir jetzt einen kleinen Augenblick warten, bis das hier fertig ist. So, die Installation wurde erfolgreich durchgeführt. Das heißt, wir können das Fenster jetzt hier unten einfach schließen und gehen jetzt nochmal auf den Punkt BistroCache installieren. Jetzt kommt aber das eigentliche Installationsmenü und hier wählen wir komplette Installation aus. Jetzt kommen nochmal die Lizenzvereinbarungen, die man sich entsprechend durchlesen kann. Und dann akzeptieren wir die und machen mit weiter das nächste Fenster auf. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Installation. Die Installation der BistroCache SQL-Datenbank kann, wie auch hier schon der Text andeutet, einige Minuten dauern. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie leistungsstark das System ist. Das können 4 Minuten, 5 Minuten sein. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass so eine Installation 10 bis 12, 13 Minuten gedauert hat. Also von daher ein bisschen Geduld haben, einfach mal abwarten. Sollte die Installation nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, gibt es eine entsprechende Rückmeldung. Aber ansonsten einfach, wie gesagt, ein bisschen Geduld haben und sobald das hier durch ist, machen wir mit der restlichen Installation weiter. So, die Installation der SQL-Datenbank war erfolgreich. Jetzt wird die eigentliche Software noch installiert, also BistroCache. Und jetzt ist ein Neustart des Systems nötig. Sollte es bei diesem Menüpunkt hier oben, dem zweiten Installationspunkt, nicht okay kommen, sondern ein Fehler, also ein Fehler steht dann drin, wenn das nicht erfolgreich installiert wurde. Das kommt selten vor, aber es kann mal vorkommen. In den Fällen ist es meistens so, dass es reicht, wenn man einfach die Installation nochmal oder nochmal ein zweites oder drittes Mal macht oder auch mal zwischendrin nochmal einen Neustart macht vom Rechner. Man kann nicht genau sagen, woran es liegt. Es kann vorkommen. Wie gesagt, dann einfach nochmal ein zweites oder drittes Mal die Installation wiederholen und in der Regel irgendwann kommt dann der Punkt, dass er dann wirklich die Installation erfolgreich gemacht hat von der SQL-Datenbank. Wenn hier der Fehler drin steht, bringt es euch nichts, das neu zu starten und dann BistroCache auszuführen, weil wenn die BistroCache-Datenbank, die SQL-Datenbank nicht installiert wurde, wird auch BistroCache nicht funktionieren. So, und jetzt machen wir einen Neustart vom System und danach machen wir dann mit der Installation weiter. Nach dem Neustart von Windows 10 solltest du auf deinem Desktop diese beiden Icons wiederfinden. Einmal für das eigentliche BistroCache und einmal das BistroCache-Kontrollsystem.
Wenn du BistroCache jetzt nach der Neuinstallation das erste Mal startest, wirst du jetzt erstmal hier diesen Countdown lesen. Das heißt, er versucht jetzt gerade mit der Datenbank eine Verbindung aufzubauen. Und danach wirst du die folgende Meldung bekommen. Das ist allerdings bei einer Neuinstallation komplett normal. Da muss man sich also keine Gedanken machen. Die kann man einfach wegklicken. Und zwar liegt es einfach daran, dass jetzt zwar die Installation schon erfolgt ist von der SQL-Datenbank, aber es ist noch keine Struktur da. Die legen wir jetzt erst an. Das heißt, man geht hier auf diesen Menüpunkt Datenbank neu anlegen. Es läuft nochmal so ein Counter runter. Der Counter deswegen, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel bei einem bestehenden System man das zurücksetzen möchte und nicht, dass man aus Versehen mal draufklickt und dann sagt, zack, oh, da hätte ich mal vielleicht drüber nachdenken sollen. Hier hat man 10 Sekunden jetzt Zeit, um mal drüber nachzudenken. In dem Fall ist es egal, wir sind ja ganz neu. Das heißt, wir gehen jetzt direkt auf Fortsetzen. Wenn Daten da wären, würden sie jetzt archiviert werden, damit sie nicht verloren sind natürlich. Man muss ja auch entsprechend fürs Finanzamt die ganzen Informationen aufheben, kann sie nicht einfach löschen. Und jetzt wird die Datenbank neu angelegt. Und wenn das erfolgreich passiert ist, kriegt man diese Rückmeldung hier. BistroCache auf Auslieferungszustand gesetzt. Alles wunderbar. Wir sagen okay. Gehen hier auf Programm beenden und starten BistroCache erneut. So. Und jetzt sieht er schon viel ganz anders aus. Das heißt, wir bekommen jetzt entsprechend einen Ladestatus. Er läuft hoch, sagt, ich habe noch eine Restlaufzeit von 33 Tagen. Jetzt hast du BistroCache, die Testversion, erfolgreich installiert. Du kannst diese Testversion natürlich auch im Live-Betrieb einsetzen, denn es gibt keine funktionellen Einschränkungen. Es ist wirklich so, dass nur der Zeitraum, also diese 33 Tage, die einzige Beschränkung in dieser Testversion sind. Wenn du im Laufe der Arbeit merkst, oh, das ist ein tolles Programm, ich möchte damit weiterarbeiten, kannst du natürlich eine Lizenzversion erwerben. Du solltest daran denken, dass es halt ein paar Tage dauert, dieser ganze Vorgang, also Lizenzversion bestellen, bereitstellen, Überweisung und so weiter und so fort. Das heißt also nicht unbedingt am 33. Tag sagen, okay, jetzt habe ich mich dazu entschieden, sondern ein paar Tage vorher das machen, damit du einfach dann weiterarbeiten kannst. Die Daten gehen nicht verloren. Das heißt, wenn 33 Tage abgelaufen sind, wird sich einfach nur dieser rechte Bereich deaktivieren. Das heißt, du kannst also keine Bestellungen mehr machen. Aber deine Daten bleiben erhalten. Und du kannst also hier die ganzen Seiten noch nutzen, aber wie gesagt, du kannst halt keine aktiven Bestellungen mehr ausführen. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn du jetzt hier irgendwie zum Beispiel sagst, du möchtest über was anlegen und es kommt dir diese Meldung, Passwort eingeben. Das Passwort ist voreingestellt Bistro. Einfach nur B-I-S-T-R-O. Ja? Das war's. Und dann kannst du hier drin zum Beispiel deine Artikel anlegen. Du kannst hier unten im unteren Bereich Mitarbeiter anlegen, natürlich hier sowas wie Mehrwertsteueranpassung und so weiter vornehmen. Alles drin. An vielen Stellen findest du auch hier unten so eine schnelle Hilfe, die so ein paar Grundinformationen liefert und so weiter. Das heißt also hier ganz wichtig, das voreingestellte Passwort ist Bistro. Du musst jetzt nicht im Internet stundenlang rumsuchen, um da jetzt rauszukriegen, wie das Passwort lautet. Ja, das war die Installation von der Testversion von BistroCache. Wenn du noch Fragen hast, einfach an unsere E-Mail-Adresse schicken, lizenz@bistrocache-.de, so rum, bistro-cache.de, man muss also richtig sagen. Ich blende es auch nochmal sicherheitshalber ein. Und ja, wie gesagt, ansonsten sage ich viel Spaß und wie gesagt, dran denken, wenn du da wirklich sagst, die Testversion gefällt mir und ich will eine Lizenzversion draus machen, funktioniert ohne Datenverlust, aber halt wie gesagt, ein bisschen Bearbeitungszeit mit einkalkulieren. Ja, und dann sage ich viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao!